Ich grüße euch, einen schönen guten Abend. Ich wollte ein Video machen heute mal zu den Batmobilen von McFarlane. In meiner Meinung treiben die gerade sowas von viel rausbringen, das ist schon nicht mehr schön. Ich kann mal übergehen, was es alles gibt bisher von, sag mal, von McFarlane an Batmobilen. Das erste Batmobil, das rausgekommen ist, also diese ganzen Batman 66er Serie zähle ich nicht, weil diese Batmobile einfach nur von Qualität her nicht so toll sind. Die Packung schon davon, offene Packung und so, das ist kein würdiges Sammelsprojekt, würde ich mal sagen. Das ist sehr billig gemacht, während die anderen Fahrzeuge von McFarlane ein bisschen hochwertiger und qualitativer sind als die, dieses Batmobil 66 einfach nur. Es ist angefangen damals mit dem Film The Flash, da kam das Batmobil raus, das alte Batmobil 89 ist verwendet worden, in dem Film auch wieder verwendet worden, bei dem Film mit Flash. Multiverse war es gewesen und dieses Batmobil war das erste, das rausgekommen ist. Das war sehr schön, Style von früher, 1:1 kann man sagen, aus der Sitze, es ist ein Zweisitzer, in dem Film ist ein Einsitzer geworden. Leider. Der Nachteil diesem Batmobil finde ich persönlich jetzt, das ist Batmobil Flash, das ist dann irgendwie sehr glänzend, ist okay, aber die Haube, das Cockpithaube ist farblich unterschiedlich als das andere vom Auto. Das fällt sehr auf. Nicht so schön geworden, finde ich, also nicht so schön, aber ist ein Batmobil 89 und keine Elektronik, kein Soundtrack drin, kein Lichteffekte drin. Also ich finde es sehr schade, hätten wir mehr rausmachen können. Haben wir nicht gemacht, das ist sehr schade. Dann gab es ein zweites Batmobil und zwar das gleiche nochmal, 1989. Das 1:1 Modell ein bisschen anders gemacht worden. Die Farbe war diesmal ein bisschen matt gewesen. Matt, schwarz statt glänzend schwarz. Und das Cockpithaube fällt nicht so extrem auf wie bei dem anderen Batmobil. Und der Clou war gewesen, dabei gab es Batman 1989, Michael Keaton als Figur dabei. Goldlabel. Ein sehr schönes Set. Das habe ich auch. Das ist ein sehr schönes, sag mal dazu, Batmobil. Eines der schönsten, die rausgekommen sind, die erfunden worden sind. Dann gab es noch, ich gucke gerade nach, ich muss gucken jetzt, im iPad hier link. Dann hat es noch irgendwie Batmobil gegeben, das ist ein bisschen sehr komisch finde ich persönlich jetzt, und zwar dieses Multiverse White Knight Batmobil. Das habe ich nie gekannt, ich kann den Comic nicht, das gefällt mir nicht so schön, das Batmobil. Es sieht gigantisch aus, aber es gefällt mir einfach nicht. Hat es auch gegeben, Preis ungefähr kann man sagen, so 100 Euro kostet, so Flashmobil 90 Euro, an so bis 115 Euro kosten die Dinger. Das hat es gegeben. Dann hat es rausgegeben noch von McFarlane ein Batmobil. The Animated Series ist auch rausgekommen. Jetzt ist es eine Neuauflage von der DC Directed Batmobil. Das ist sehr schön mit Lichteffekten. Das habe ich auch. Originalversion von der Erstauflage davon, nicht von McFarlane, sondern DC Direct. Das ist sehr schön. Das bin ich auch nochmal raus, finde ich. Dann haben die noch rausgebracht, auch zur Animated Serie, ein Joker-Mobil, exklusiv, was gewesen, das ist exklusiv USA gewesen, Thomas, glaube ich, exklusiv gewesen. Sehr schön, das war damals bei DC Direct angekündigt gewesen, aber nie produziert worden. Hat McFarlane jetzt umgesetzt, ich hätte es gerne gehabt, aber leider ist es wieder so, USA Ernie wie die ganze Animated Serie, das finde ich sehr schade, bis aufs Batmobil halt. Das hat es gegeben. Dann hat es gegeben einen Tummler, und zwar jetzt zwei Tummlers. Einmal der Dark Knight, der schwarze Tummler, habe ich hier gerade stehen, passend zur Dekoration fürs Video. Hat es gegeben mit Lucius Fox, sehr schön, habe ich mir auch geholt. Steht ja hier, sehr schönes Fahrzeug. Der Nachteil an diesem Fahrzeug finde ich keine Elektronik hin, keine Soundeffekte drin. Es ist sehr einfach, ich habe ein Video drüber gemacht. Ich fand es ein bisschen sehr billig. Also wie gesagt, wenn wir mehr ausmachen können, ein bisschen Lichteffekte machen können. Also dieses Batmobil von Mattel damals, Batman Begins, das war richtig cool gewesen. Kleiner natürlich, aber mit Lichteffekten, Soundeffekten, da war es mal glücklich gewesen. Vorne grün, rotes Licht, hinten, das war sehr schön. Geräusche, wenn der Motor startet, einfach sehr schön. Da hat McFarlane sehr billig gemacht. Dann gibt es noch das Batmobil, das gleiche nochmal. 1:1 in Camouflage. Übrigens, das ist Goldlabel. Das White Knight ist auch Goldlabel und das Batmobil 89 mit Mike Keaton als Batman ist auch Goldlabel, während Flash kein Goldlabel gewesen ist. Das andere Tummler, ist auch Goldlabel. Ursprünglich war geplant gewesen, Bane mit reinzupacken. Für mich wäre Bane ein Anreiz gewesen, ist auch vielleicht zu kaufen, aber so nur in Camouflage finde ich das Fahrzeug nicht so schön. Das war das Fahrzeug von Bane, kann man sagen, weil ohne Bane ist das Fahrzeug nicht so sinnvoll. Und vor allem die Figur Bane haben sie so gemacht bei McFarlane wieder, dass die jetzt einzeln rauskommen, vier Figuren kaufen und zusammenzubauen. Finde ich nicht so schön. Wie gesagt, das Schwarze ist gut, das andere kann man haben. Wenn es 50 Euro kostet, wird gesagt, okay, kann man sich holen, aber der Preis ist ein bisschen hoch, finde ich, so 80 Euro in den Dreh kostet das. Muss man nicht haben. Dann hat es noch gegeben zu Batman, zu diesem hier, ein Batpod, kein Goldleben mit Catwoman, bis das Motorrad da von Batman Dark Knight, hat es auch gegeben und Dark Knight Rises hat es gegeben. Dann hat es noch gegeben, jetzt noch Batman Forever, Batmobil, Val Kilmer. Da hat zwei Versionen gegeben. Ist, glaube ich, beides Goldlabel, einmal dieses Batmobil in Glow in the Dark, ist eine, also keine Elektronik drin, einfach kein Sound drin, einfach nur das Leuchten im Dunkeln. Finde ich sehr schön. Preis ist ungefähr 96 Euro oder 90 Euro um den Dreh so. Finde ich ganz gut.
Das gleiche nochmal mit Licht- und Soundeffekten und Figur dabei, auch Goldnebel, und zwar mit Alfred Pennywise, wisst ihr selber irgendwie, Pennyworth, nicht weiß, nicht der Clown, sondern Pennyworth, genau. Das war dabei gewesen. Der Alfred kam ja vor bei allen Filmen, bei Keaton-Filmen, bei den beiden, Batman Forever, Batman und Robin. Er kam davor. Dann hat es jetzt noch aktuell gegeben, habe ich schon gesagt, jetzt gibt es aktuell noch angekündigt worden, ein DC Multiverse Batman Behind und Batmobil. Die Serie Batman aus der Zukunft, kennt ihr, glaube ich, die Serie damals, war ein Ableger von Batman Animated Serie. Das Batmobil gibt es, obwohl es mehr ein Batgleiter ist, Batraumschiff, würde ich mal sagen. Dieses Batmobil gibt es einmal für 150 Euro ungefähr mit Batman Behind da drin, nicht da drin. Ist, wie gesagt, ich mag es nicht so gut. Ich fand die Serie ganz okay. Ich fand die beiden Zwillinge ganz gut, die beiden Clown-Zwillinge, die waren sympathisch. Der Rest war, muss man nicht kennen. Dann noch das gleiche Version nochmal ohne diesen Batman Behind-Figur dabei für 115 Euro. Guck mal die Preise gerade an bei Mighty Underground, den Shop gerade. Das ist jetzt angekündigt worden. Okay. Aber jetzt kündigen noch ein Batmobil an, bis jetzt nur eine Version davon. Also wie gesagt, dieses Batman Behind, das mit Figur ist Goldlabel, das ohne Figur ist kein Goldlabel. Und jetzt ist angekündigt worden noch, ich gucke mal andere Seite ganz kurz, habe ich schon ein Bild von gesehen, das ist im Shop gerade Comic Cave, habe ich gerade geschaut, habe heute eine Mail bekommen, heute von McFarlane in der Newsletter, und zwar noch ein Batmobil Batman Forever mit Licht und Sound, noch kein Goldlabel, keine Figur dabei, 140 Euro kostet das ungefähr. Was soll ich dazu sagen? Ich fand das Batmobil von Batman Forever, das mit nicht Batman Forever, sondern Batman und Robin, sehr schwach, weil ich irgendwie, ich finde so ein offenes Cockpit, also so ein Cabrio-Batmobil nicht so schön. Halbe Sekunde. Und was trinken? Eine halbe Stunde durch geredet heute. Muss ich zudrehen. Ah. Ich finde dieses Batmobil mit Licht und Sound, das sieht schön aus, die Soundfarbe, rote Farbe und so ist schön, aber das Koppel gefällt mir nicht. Wäre es zu, wäre es okay, aber so gefällt mir das nicht. Ich finde, die übertreiben gerade ein bisschen. Ich finde jetzt, die haben auch rausgebracht, noch kurz erwähnen noch, weil ich gerade Batwing, genau, den Batwing von dem neuen Film. The Flash ist ja anders als der von 1989. Anderer Batwing war das gewesen, größer. Kostet ungefähr 200 Euro mit Versand, Zoll, 300 Euro würde ich mal sagen. Sehr schöne Idee. Ist, wie gesagt, exklusiv bei dem Shop, bei McFarlane Shop. Ist auch rausgekommen. Aber dieses Batman Forever, finde ich, und Batman und Robin muss man nicht unbedingt haben, finde ich. Wenn der Preis 60 Euro wäre, ja, okay, aber so ist halt ein bisschen andere Preiskategorie, würde ich mal sagen. Das sind so die Batmobile, die rausgekommen sind, angekündigt worden sind. Ich frage mich nur, was es dann McFarlane als nächstes rausbringen wird. Bestimmt wieder ein Batman und Robin Batmobil mit Exklusivfigur dabei, vielleicht Mr. Freeze. Die haben ja auch bei Batman Forever die Figuren einzeln rausgebracht. Aktuell zum Batmobil konnte man Riddler, Two-Face, Robin und Batman kaufen, dazu passend. Ja, und das sind so die Fahrzeuge, die jetzt angekündigt worden sind von McFarlane an Batmobilen alles bis jetzt. Es ist viel, finde ich, aber ich finde es ein bisschen persönlich übertrieben. Erstmal der Preis ist okay, kann man sagen. Okay, aber wenn man so Sachen rausbringt, für Sammler jetzt so gesehen, ist nicht jeder Krösus, kann man sagen. Wenn dann irgendwie dann von jedem Batmobile zwei Versionen rauskommen, finde ich das ein bisschen teuer, kann man sagen. Oder ein bisschen arm für Sammler, die nicht viel Geld haben. Deswegen ist übertrieben. Ein Modell hat gereicht, dann nächste sagen mal ein halbes Jahr später, das gleiche nochmal. Aber so ist ein bisschen übertrieben. Also Kurzfassung noch davon gibt es ja. Tumbler 1 und 2 sind zwar schon mal aufgrund ungefähr 200 Euro. Dann Batman Forever 2 Mobile 400 Euro. Dann noch Batman Behind 600 Euro 2 Mobile. Batman Flash oder 1980 das Batmobil wieder 200 Euro. Das geht ins Geld, würde ich mal sagen. Dieses White Label Batmobil. Da fragt man sich echt, was als nächstes noch rauskommen kann. Ich würde mal versuchen, jetzt, also ein Tipp ist jetzt im Batman und Robin, Batmobil mit einer Figur dabei. Eine coole Figur, wird sich der Kaufreiz lohnen, aber so ist der Kaufreiz persönlich jetzt, finde ich, bei Batmobilen ohne Figur ist halt anders ein bisschen weniger, vor allem bei so Fahrzeugen, die nicht so ganz cool sind wie die Original. Das heißt, das ist, hätte ich mir auch gekauft ohne Lucius Fox, aber ich bin froh, Lucius Fox dabei gewesen. Ich mag Lucius Fox, cooler Charakter. Mir fehlt jetzt leider noch, Alfred fehlt mir noch, Bale fehlt mir leider noch von dem Film, Joker fehlt mir noch von dem Film. Bane fehlt mir von dem Film, wie noch, Ra's al Ghul fehlt mir, Scarecrow hätte ich ja noch gern von der Serie, von dem Film gehabt. Was wäre noch schön gewesen? Two-Face natürlich.
habe ich gesagt, ja, aber es gibt noch Schönes. Talia Ghul muss man nicht haben unbedingt. Catwoman brauche ich auch nicht davon unbedingt. Aber wäre schön gewesen. Und natürlich, wie gesagt, Joker wäre Highlight für mich, den ich haben würde, aber habe ich leider nicht. Und das ist dann ein bisschen sehr viel, was rauskommt. Wie gesagt, ich gerade das Video wollte ich machen, weil ich das Mail bekommen habe da von McFarlane, dass jetzt dieses Batmobil rauskommt, Batman und Robin. Ein sehr schwaches Batmobil. Batman und Robin, Batmobil, Cabrio. Das nächste würde ich mal sagen, dass diesen Goldversion, der rauskommt, wird danach bestimmt noch, schätze ich mal, dass dann irgendwann noch mal so ein, das Batmobil von Patterson rauskommt, das ich sehr arm gefunden habe. Das war das Auto ein bisschen aufgestylt, weil kein Batmobil, das war ein billiges Auto gewesen. Mich würde interessant, wenn man jetzt die ganzen Autos rausbringen würde von damals, von den Dino-Comics, die ganzen Batmobile, echt cool gewesen, einige. Das wäre so cool, wenn nicht. Und angekündigt worden ist auch noch so eine Verpackung, anders besser gemacht als das erste Batmobil. Dieses Retro Batman 66 Batmobil und Joker. Das ist halt das Lila, das Batman 66 in Lila nochmal. Das ist so angekündigt worden, was Batmobile aktuell angeht. Und gerade gesehen, vom Mezco gibt es auch noch ein neues Batmobile, jetzt gerade Konkurrenz. 1989 passend zu dem Batman Animated Batmobile, das ist schon rausgekommen ist. Und die vier Figuren davon ist auch angekündigt worden für 70 Euro ungefähr. Aber interessant, was alles so rausgekommen wird. Das ist so der aktuelle Stand, was Batmobile angeht. Der aktuelle Stand ist, ne, dass jetzt bald rauskommt Batman Behind. Zwei Versionen, mit Figur, ohne Figur. Dann die Figur ohne Figur zu kaufen, ist irgendwie kein Anreiz, weil da nichts Besonderes ist. Bei Batman Forever wäre noch dieses Leuchteffekt Glow in the Dark. Hätte man eine andere Variante von dem Batmobil, aber 1:1 ohne Figur, mit Figur, will ich mir das mit Figur holen. Aber ich bin kein so ein Batman-Behind-Fan. Dann sage ich mal einen schönen, haben wir heute Feiertag, bei uns in NRW ist Feiertag, Allheiligen. Einen schönen Feiertag und noch einen schönen Freitagabend an alle, sage ich da mal. Bis bald, ciao.